Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 15. Und es regnet gerade. Ich hasse Regen, egal in welchem Spiel. Und ja, es gab gerade eine Zwischensequenz, wo anscheinend gesagt wurde, dass irgendwie eine Beute kommen soll. Oder unsere Beute zu uns kommen sollte. Das heißt, wir werden wahrscheinlich verfolgt oder so, ich weiß es nicht genau. Aber ich gehe jetzt kurz mal angeln. Nice. Haben wir einen Fisch gefangen. Was haben wir eigentlich gefangen? Regenbogenforelle haben wir hier. So. Nach ein bisschen angeln. Also einmal angeln. Hören wir auf. Genug gefischt. So, jetzt gehen wir noch zur Fundstelle. Final Elixir. Nehme ich alle Fälle gerne. Eigentlich habe ich gedacht, dass hier gleich irgendwie was Krasses auftaucht. Aber habe mich wohl geirrt. Und das heißt jetzt eigentlich nur, dass wir uns jetzt um eine andere Aufgabe kümmern werden. Nämlich die Schokobo-Farm. Mit anderen Worten, wir sehen uns gleich bei der Schokobo-Farm. Haut rein, bis gleich. Oh, okay. Dankeschön. Von kurz war ein bisschen rückwärts. Genau, parken. So, das war die. Genau, vor der 2 sind wir jetzt bei der Chocobo Farm auch angekommen. Oder Ranch. Bis Chocobo Ranch. Genau da wollten wir hin. So. Riecht dir das auch? Ein hoffnungsloser Fall. Und das erste, wenn du Waffen brauchst, bist du hier genau richtig. Wir schauen, Lufttanzsäbel. Wird gekauft. Wir sind im Geschäft. Wird auch gekauft. Weiß ich noch nicht, muss ich noch schauen. Erntemesser. Du wirst auch einmal gekauft. Ein Drachenschild nehmen wir auch. Was ist denn da? Kämpfe für Recht und Ordnung. Melde dich noch heute beim Informanten in einem Restaurant in deiner Nähe an. Entschuldigung, ich würde gerne auf einem Chocobo reiten. Auf einem Chocobo? Tut mir wirklich leid. Aber im Moment geht das nicht. Lässt sich leider nicht ändern. Du musst wissen, diese Gegend wird derzeit von einem Behemoth namens Nebelauge heimgesucht. Und meine Chocobos fürchten sich vor dem Ding. Um zu verhindern, dass was Schlimmes passiert, habe ich den Verleih erstmal eingestellt. Moment mal, seid ihr nicht die Jäger, von denen man in letzter Zeit so viel hört? Wie sieht's aus? Würdet ihr euch um die Bestie kümmern? Natürlich springt da eine hübsche Belohnung bei raus. Ich will euch nicht zu sehr bedrängen, aber bitte überlegt es euch. Okay. Wenn ich mich gleich richtig hart erschrecke, werde ich das Spiel nicht mehr weiterspielen. Wollte ich nur so gesagt haben. Sich wohl ausgeregnet. Ja, und dass da Bäume fehlen, ist auch ein bisschen merkwürdig. Und da sind gerade Bäume umgefallen. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich möchte. Okay, wir haben auch unseren Magiekram. Also, möglich sollte es jetzt nicht sein. Können wir hier hoch? Nö. So. Das nehmen wir auch. Ein Schnurrhaar von denen. Okay, dann müssen wir uns mit denen kurz mal anlegen. Oh, jetzt bin ich vergiftet. Ist ja eklig. Ich sehe gerade, dass ich vergessen habe, Tränke und so ein Zeug zu kaufen. Aber gut. In dem Sinne auch nicht so schlimm jetzt. So, lassen wir mal Ignis ran. Der kann nicht markieren. Und das durch das Markieren war für ganz schön angenehm viel Schaden. So. Und weiter geht's. Passieren. Okay.
So. Hört sich nicht gut an. Warte. Sieht mal das Auge. Sieht er zu nah. Behemoth. Ah, gegen so ein Ding habe ich schon lange nicht mehr gekämpft. Das Ding ist ja riesig. Einfach nur riesig. Und laut. Da kann ich verstehen, dass sich die Chocobos nicht mehr raustrauen. So. Auf geht's. Okay, ja. Gar nicht beängstigend. Er hat Auge und Horn sicher im Kampf verloren. Dann attackieren wir ihn also von rechts. Aus dem toten Winkel. So. So, kurz mal da durch. Ich kann euch auf alle Fälle sagen, dass das Viech saugefährlich ist. Und das Vanquish Just für das erste Mal Game Over gehen. Kann ich speichern? Nein, kann ich nicht. Okay. Aber laden wir schon, wo wir sind. Okay. Lasst Vorsicht walten. Ja, beschreibe mir Vorsicht. Wir müssen hier gerade in den Krieg ziehen. Gibt's kein Vorsicht. So, da liegt er. Greifen wir an. Noch nicht. Er scheint auf dem Weg zu seinem Nest zu sein. Finden wir erstmal unbemerkt heraus, wo das liegt. Verstanden. Zeit zum Schleichen. So, folge Nebelauge unbemerkt zu seinem Unterschlupf. Wenn er dich bemerkt oder du ihn aus den Augen verlierst, ist die Verfolgung gescheitert. Ich sehe ihn noch. Ist jetzt nun weiter oder nicht? Ja, geht weiter, okay. So. Du für das Nebelauge aussehen, ja, ja. So. Verliere ich dich nicht aus den Augen mehr. Bin ganz nah bei dir. Hier ist Geschleicher. So. Kannst du jetzt einfach Richtung Nest laufen, ey? Wir würden alles viel einfacher machen.
Du hast Nebelauges Versteck erreicht. Zwänge dich durch die Felsspalten. Jawohl. Eigentlich wollte ich nicht so einen langen Part aufnehmen. Aber gut, wir werden jetzt Nebelauge definitiv noch verkloppen. Lass mich mal hier durch. Wo sind eigentlich die anderen? Muss ich jetzt alleine gehen? Ach nee, wir sind schon da. So viel dazu. Okay, da sind nochmal ein bisschen Feuer. Und rein da. Nebelauge besiegen. Okay. Ich hab das Gefühl, dass das schwer werden wird. Und der und schon riechen wird oder so. Ja. Die Ölfässer mit Feuer zur Explosion bringen. Mache ich das? Die Jagdsaison. Könntest du kurz mal aufhören, so viel Schaden zu machen, bitte? Ignis. Ich renne kurz mal lieber durch. Kassiere ein bisschen Schaden. Heile denn mich. Heile Prompto. Heile Gladio. Ignis. Dann darf Prompto durch. Böllern. So, dann darf Gladio nochmal. Aua. Nochmal Aua. So. Ich beginne mal. Dankeschön. So. Okay, ich nehme kurz mal einen Superheiltrank. Superheiltrank. Die Musik ist sau episch. Normaler Heiltrank. Ja. So, Gladio, und du darfst auch mal. So. Jagdziel erledigt. Gibt alle Fälle gute Erfahrung. Ist gerade aufgefallen, ist das bei uns nicht genauso wie bei King's Knight? Hä? Vier Typen, die gemeinsam kämpfen. Dann habe ich eine Stärke von 5 Sternen. Keine Chance. So einen Wert kann nur ich haben. Als ob sie sich jetzt über ein Brettspiel oder so unterhalten. Ja, wir haben ihn in alle Fälle besiegt, Ich hab's mir ehrlich gesagt auch schlimmer vorgestellt. Bestimmt war das jetzt nur der Sohn oder so. Aber jetzt geben wir das hier noch ab. Bei Licht müssen wir wenigstens keine Sicher fürchten. Ihr habt also Nebelauge, wirklich tausend Dank. Oh, ups, übersprungen auf wen. Aber klar doch, für euch stehen ab jetzt immer Chocobos bereit. Ah, nice. Wir sind ein cooler Jagdauftrag. So, haben Geld bekommen. Hurra! Komm, lass uns gleich welche mieten noch. Nochmal Erfahrung drauf bekommen. Aber ich würde sagen, das war's von dem Part hier. Die Chocobo-Vermietung ist nun verfügbar. Du kannst jetzt nun vom Automaten Chocobos mieten oder so. Alle Fälle machen wir das im nächsten Part, schauen uns Chocobos an. Und machen dann nochmal die restlichen Jagdaufträge. Aber das war's jetzt ja mit dem Part hier.